Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Alter Sack zockt. Subnautica! Endlich mal wieder online. Naja, wie man das so sieht. Also, mal gemütlich durch die Runde gucken und schauen, was so geschieht. Was haben wir denn alles im Inventar? Okay. Haben wir da irgendwas in die Matte reingeschmissen? Von dem ich nichts weiß? Ah ja, wir haben den Seegleiter also mit hier hinein befördert. Aber eventuell... Aber eventuell muss ich mal schauen, was hier so geht, weil Tauchleine, eventuell raus. Ich weiß es ja nicht. So, ja, wunderbar. Drüben müsste eigentlich leer sein. Hoffe ich doch. Na. Jo, wunderbar. So, ich hatte ja irgendwie Großes vor. In irgendeiner Station habe ich ja auch schon meine gemütliche Kuschelecke. Habe ich die hier drin? Ja! Eine Natural Selection Kuschelecke. Cool. Könnte man hier fast noch eine Bank hinsetzen, ne? Naja, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Alles soweit ausgerüstet? Ja, doch. Das Messer ist auch noch halbwegs haltbar. Wunderbar. Und in die Reisetasche können wir immer noch nichts reintun. Mal eben in der Nachbarschaft schauen. Ja, fein. Scheint alles noch beim Alten zu sein. Selbst der Scheinwerfer ist noch an seinem Platz. Das hat man davon. Welcome aboard, Captain. Dann huschen wir mal in die frische Motte mit, ich glaube, 500 Metern Seetiefe. Hey, lass mich rein. Oh, einen wunderschönen guten Abend. Gua! Ja, cool. Hätte gedacht, dass du noch ein bisschen bei Witcher hängst. Aber schön, dass du hier bei mir bist. Dann haben wir uns doch mal auf dem Weg zur Schatzinsel. Na. Also, das ist jetzt nicht unbedingt gespeichert in meinem sonst ja doch so äußerst fitten Hirn, dass sich immer alles merkt. Sowas wie fotografisches Gedächtnis. Aber da dieser Einstieg, der kommt mir bekannt vor. Ah, und direkt so ein kleiner Freund. Ha, komm her. Ah, aber ich war hier schon mal. Offene Kisten zeugen davon, dass ich hier schon mal war. Ja, und vielen Dank, dass dieses Ding ja jetzt weniger... Ja, ja, doch. Weniger Sauerstoff hat. Gut. Schön. No signal. Ja, wenn du keine Zahnpasta hast, dann kauf die dir. Aha. Ja doch, natürlich kann ich mich dran erinnern. Hier war ich schon tätig. Dann mal husch husch zurück ins Körbchen. Bevor das hier noch böse endet. Mit mir. Gut, erstmal wieder eine Runde. Schatzinsel.
Dann, ja gut, wir haben nur 500 Meter Tiefseetauglichkeit. Ich hatte gerade überlegt, einfach mal zum Schädel zu tauchen, ob sich da was getan hat. Hier außen scheint immer noch der ja, normale Müll rumzulegen. Nichts, was ich scannen könnte. Oh, ich will da mal scannen. Obwohl, bis aufs Bett haben wir ja eigentlich alles, ne? Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, jetzt dauert es immer wieder ein wenig, bis die Pilze aus dem Boden sprießen. Bis der Rechner merkt, dass ich angekommen bin. Mock, mock, mock. Aber hier mal zu schauen, ja, wäre doch mit dem Seegleiter besser, oder? Die Motte ist da ein wenig behäbe. Packen wir die mal hier drüben und hoffen, dass sie nicht im Sand verschwindet. Wüsste auch jetzt gar nicht, ob ich noch großartig was bauen wollte. Das werde ich jetzt nachher sehen, wenn ich an der Station angekommen bin. Oh, hübsch. Können wir uns gleich noch angucken. Jetzt mache ich hier nicht so ein Spökes. 99%. Wunderbar. Her damit. Gib mir das Ding her. Ich krieg meinen Seegleiter nicht raus. Jetzt aber. Ja, gut gemacht, Tifu. Gut gemacht. Also Lithium und so weiter, das ist eigentlich alles. Ah, mit denen bin ich noch nie getaucht. Machen wir jetzt mal. Yeah! Der Leuchtmanta. Wuhu! Sind cool. Oh ja, eine typische Hitbox. Dann weiß ich jetzt nicht, ob du... Dann halt einfach nochmal. Herzlich willkommen, Gua. Ja, cool. Schön, dass du da bist. Hätte ja gedacht, du wärst noch ein bisschen bei Witcher. Aber das ist irgendwie typisch Bitbox. Die haben da irgendwie, weiß ja, keinen Vertrag damit, auf allen möglichen Plattformen gut anguckbar zu sein. Nein, brauchen die nicht, haben die nicht nötig. Kommt ja jeder vorbei, guckt ja jeder. Ist ja Nummer eins. So. Genug rumgelabert. Mal schnell zur Motte zurück, weil ich glaube, ich sterbe. Ich habe mich zu sehr auf meinen alten Instinkt verlassen. Ah, jetzt. Ah, cool. Ja, dann halt mir mal die Daumen, dass ich noch in die Kackmotte komme. Ja, 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 ja. Oh. Dann gehen die Lichter an. Ah. Dann husche ich jetzt noch mal kurz mit der Motte hier durch. Stimmt, ich wollte irgendwo noch ein Aquarium bauen, um unentdeckte Fischeier ein bisschen zu erkunden. Von denen hätte ich ja gerne einen. Würde ich dann aufziehen und dann aussetzen an meiner Station, damit er immer um die Station kreist. Dann habe ich immer Licht und weiß immer, wo mein Zuhause ist. Ach, weißt du was, draufgeschissen. Ja, ich hoffe. Ich meine, ich darf ja jetzt mit einer höheren Bitrate streamen. Nicht, weil ich Hitbox-Partner bin, sondern weil ich jetzt Netcologne-Partner bin. Hey, was? Achso. Ja, gut. Ah, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eben 3 Folgen 35 mm aufgenommen und oh, ich bin so, oh. Bin froh, jetzt hier ein bisschen Schwebemax machen zu können. Ja, hoffe ich doch. Freut mich wirklich, dass das gut aussieht. Und wäre lieb, wenn du Bescheid gibst, wenn irgendwas ist. Ich meine, sollte ja nicht... Ja, siehst du? Sollte nicht, aber kann ja immer mal, ne? Und was ist das? Was ist das?
Seemottenmodifizierungsstationsfragment. Ja, das haben wir schon, aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Die Sucht des Scannens, die Scansucht. Ja! Weg hier, weg hier, weg hier. Ja, hinein in die kleine Motte. Hehe, Kollege. Du weißt aber schon, dass ich mich verteidigen kann. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Jetzt komm schon her. Wenn du schon so dreist bist. Komm her, stell dich. War wohl nichts, hm? Tja. Oh, was ist das? Ein Auge, Auge. Oh, die Kusch. Ich mag die Kusch. Vielleicht nehme ich mir noch ein bisschen was mit zum Einpflanzen. Da bist du ja. Aber das heißt ja eigentlich was Gutes. Erstmal Licht anmachen, blenden. Ich blende dich. Ich blende dich weg. Ja, das ist unangenehm, oder? Ist das unangenehm? Ja, schön. Das arme Fischli. Ah, guck dir das an. Ah, was? Das muss ich jetzt gleich nochmal in Ruhe lesen. Warte mal. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Also du meinst, du hast jetzt so einen Stecker, so quasi einen Überspannungsschutzstecker, den hast du in die Dose gesteckt und da in diese Dose mit diesem Überspannungsschutz hast du jetzt eine Leiste gesteckt. Ja, dann hat die den Schutz, rein theoretisch. Ah, meine Kuh, ich leg mich mal ein bisschen drauf. Naja, gut. So viel Sauerstoff gibt es ja nicht mehr. Ah, ich habe gar nicht ausprobiert, ob die noch stacken lassen. So, die Bank haben wir ja schon. Schade. Oh. Oh, LED-Lichtfragment. Wie 0%, hä? I'm a bug finder. Was ist das? Der scannt das Ding nicht. Wie cool. Oder hat die... Batterie kann man hier auch nicht tauschen. Ich scanne jetzt mal eine Runde. Lalalala, wir scannen. Ja, natürlich, das kann durchaus Geld sparen, auf jeden Fall. Also, ich meine, in dem einen und in dem anderen Fall, ne? Also, das heißt, wenn man sich so eine Leiste kauft, ist die ja meist teurer als so ein einzelner Stecker. Und der andere Fall ist natürlich, wenn der Blitz einschlägt und du bist geschützt, dann spart das auch nochmal Geld, ne? Also, da wollen wir uns ja jetzt mal nicht vertun. Ach, Diefuhl, denk doch bitte an dein Sauerstoffverrat. Da ist schon wieder ein Licht-LED-Dingsfragment, aber nix. Ich könnte weinen. Das ist für einen Scansüchtigen ganz, ganz schlimm. Rein in die Mitte. Ja, ich bin auch froh, wieder hier zu sein. So. Ah. Es ist einfach immer wieder schön. Ja, und ich muss sagen, seitdem der Monitor da oben steht, anstatt hier an der Seite, sehe ich doch relativ früh, was hier so los ist, wenn hier was los ist. Und, naja, war ja jetzt lange nicht online. Dann kann man das ja mal wieder machen. Ja, und hier darf man auf keinen Fall, die Batterie austauschen. Dann fehlt einem plötzlich eine Batterie, wenn man eine in der Tasche hat, wie ich nicht. Oh, auch wieder ganz schlau von mir, keine Batterie dabei zu haben. Nee, da bin ich auch drauf und dran, aber ich möchte mir dann doch schon, ich glaube, eine Leiste holen. Da möchte ich dann, ja, auf die paar Öhren kommt es gar nicht an. Welche Tür habe ich denn jetzt geöffnet? Ich raffe im Moment nichts. Außerdem hänge ich hier gerade mit meinem dicken Arsch in der Luke. Also schnell raus hier, ein bisschen Luft holen. Kleines bisschen Luft einpacken. Ja, ist schön. Ist immer wieder schön, wenn Frauen motzen.
so unnötig wie... So. Ja, aber doch, auf jeden Fall, jederzeit. Ich bin immer offen für Kritik. Man muss auch eine Reaktion leben können. Was ist hier los? Boah, Kinder, gut, dass ich gerade erst mal Luft geholt habe. Ja, ich weiß gar nicht, ob Schmitzekatze weiß, dass ich online bin, aber eigentlich kriegt er ja direkt postwendend Bescheid irgendwie. Aha. Ui, 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 ui. Oh, ich hab echt die Befürchtung, oder wie ich sagen würde, mich dünkt, dass ich gleich ertrinke, weil ich mal wieder den Weg nicht zurückfinde. Aber ich glaube, ich bin hier durchgekommen. So, wozu war ich jetzt hier? Den geilen PC kann ich nicht scannen. Das B, ja gut, für das Bild wäre man dann hier gewesen. Boah, zurück. Alter Schwede. Da lang. Und jetzt am besten ohne Lampe, weil dann geht es eventuell doch ein klein wenig schneller. Ah, 30 seconds ist doch ganz gut. 30 seconds. Nein. Ach, ey. Default. Du Null. Nein, hier komme ich doch längs, oder? Ja, 10 seconds. Ja, ja. Jetzt wird's dunkel. Und ich wach in der Station auf. Oder in der Betonschwalbe. Aha. Oh, cool. Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Ja gut, so viel kann das ja jetzt nicht gewesen sein. So, was schreibst du? Aha, okay, alles klar. Ja, ich guck da auch nochmal. Also in einschlägigen, was auch immer. So, das Ding haben wir noch dabei. Dann können wir eigentlich gleich direkt... Ja, zur Feier des Tages gibt es jetzt nur ganz ordinären Schwebe- und Blasenfisch. Ach ja, das ist gar nicht so weh. Das ist eher so... Alter Sack zockt. Ja. So. Jam, jam. Ach, habe ich Hunger drauf. Gekochter Schwebefisch. Cool. Gut, das dürfte eigentlich schon mal reichen. Ja. Meine Tiefseefisch ließ. Ah. Kurz einen meditativen Moment einlegen. Die Musik genießen. Und auf zur Motte. Yippieyei, Schweinebacke. Wo auch immer. Ach doch, da hinten. Ja, das ist gar nicht so weit. Nein, das ist fußläufig zu erreichen. Oh, mal Lampe aus, brauchen wir im Moment nicht. Hui. Und auch wieder tödlichst gefährlich. Die Fool geht in eine Höhle. Oh. Oh, hier sind diese... Ich glaube, davon habe ich noch gar keine im Aquarium. Auge habe ich. Ach doch, das sind doch ordinäre Kieker, ne? Ja. Gut, mal schnell wieder raus hier, weil der zweite Tod direkt hintereinander, das ist nicht so toll. Aber jetzt für dich schon, für mich weniger. Ui. Na komm, Flipper, mach ihn. 23% Energie. Ich habe natürlich keine Batterien eingepackt. Ich bin auch wirklich richtig gut dabei. Hm. Also mal husch husch ins Körbchen. Nochmal zurück. Nochmal zurück jetzt. Ah, können wir doch direkt mal schauen, ob hier auch noch was ist.
Ja, Kreaturenei. Ja. Gut, dann nehmen wir mal die Vordertür. Husch, husch, hoch hier. Inoshi. Da haben wir doch noch. Packen wir mal direkt zwei ein. Dann kann ich dir hier meine super Ecke zeigen mit meinem Natural Selection Poster. Mit meiner Ming Plant. Meinem Voxelschrupp. Eine Voxelschrupp. Und eine Marmormelone. Mm, yum, 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 yum. Lecker, lecker, lecker. Ein völlig unnötiger, weil nicht zu gebrauchender Verkaufsautomat, aber der sieht echt aus wie aus, ja, Half-Life 2, Half-Life oder Natural Selection und eine Gepäcktasche, mit der man nichts machen kann. Super! Da habe ich mich super gefreut, auch wenn man damit nichts machen kann. So, raus hier aus der guten Stube. Ran an den Gleiter, auf geht's. Husch, husch. Vapor Station, Schatzinsel. Warum gehen die denn so rauf und runter? Ui, 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 ui. Da ist sie leer. Ha! Ja, ich, Döfchen. So, das ist cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Und rein damit. Noch einmal zurück. Ist ja nicht so, dass wir hier jetzt schon 30 Mal waren. Aber die Gegend ist hübsch. Und solange hier kein Stalker durch die Gegend... Ei! Stalker durch die Gegend huscht, ist auch alles gut. Warum Stalker? Das ist ein Pirscher. Zack, zack. Wusch. Dann gehen wir nochmal zum... Ah, da haben wir direkt auch wieder ein Akkuladegerät und die Batterie ist voll. Die ist voll, die ist voll leer. Ja, und der ist ja auch aufgeladen. Dann lass doch mal eben schauen bei der Taschenlampe. 80%, wunderbar. Der braucht keine und die anderen Dinge habe ich in der Motte. Gut. Ja, auf jeden Fall. Hübsche Deko. Das ist richtig lecker. Schmackig, spackig. Wie auch immer. Na komm, zack. So, jetzt aber. Jetzt aber auf zur Motte. Da der Sound ja gerade nicht läuft. Oh, ich mag sowas nicht, ne? Mal ganz kurz eben speicheln. Gut. Wenn der Sound plötzlich so wegfällt und so, das mag ich alles nicht. Das ist so... Da rutscht einem mehr das Herz in die Hose, als wie wenn das Alien mal so eben vorbei huscht. Kleinen Quietschis, die Schweber. Caution, 30 seconds. Ah, ja, ist ja gut, ist ja gut. Und ich bin... Oh, das hast du gut gemacht, Ify. Die Nacht bricht herein. Doppelte Punktebonus. Emergency, 10 seconds of oxygen remaining. So. Dunkel war es, der Mond schien helle. Da hat das Ding jetzt schon wieder nur noch 39% Energie, ne? Das ist ja auch wieder der Hammer. Oh, wenn ich loslasse, geht. Einen Schluck Kaffee. Von oben sieht dieser Pilzwald auch ganz beeindruckend aus. Man sieht zwar nicht so viel, aber beeindruckend. So, und jetzt husch dich mal dahin, Junge. Obwohl gut zu wissen, dass man mit 30
Prozent Sauerstoff. Noch an die Oberfläche kommt aus der Tiefe von 160 Metern. Hier höre ich am Sound nicht so richtig, ob die Lampe an oder aus ist. Ah doch. Gespeichert. So. Jetzt aber.